Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cops vs. Racer. Ja, aber wo? Ach komm, den Trick kennt er inzwischen schon. Wir spielen unser neues Format, ihr habt es im Titel eh schon gesehen. Und ja, wir haben immer noch keinen Namen dafür. Also, ja, wir nehmen das noch auf, bevor die erste Folge rausgekommen sind. Wir sind so heiß auf dieses Format. Es macht uns einfach viel Spaß. Und wem macht das alles Spaß? Alex, Alpine, Carplayer, Jantendo, Letni, Max Jager, Mezzo, Perücke Golf, Scott und mir. Hallo an euch. Hallo. Servus. Hallo. 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 Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Racer hier rüber und gucken mal, was der fährt und wer es ist. Ja, der Perücke Golf fährt den 2023er M2 und schauen wir mal, ob er es schafft. Habt ihr eh nicht. Aber. Ich habe keine Donuts, also ihr könnt mich in Ruhe lassen. Und ob wir ihn festnehmen oder nicht, das seht ihr jetzt. So, Kreisel oder nicht Kreisel, das ist hier die Frage. Und das beantwortet uns der Racer sofort, sobald er losfährt. Und er fährt nicht in Richtung Kreisel. Ist jetzt unterwegs, ist jetzt in der ersten Kurve drin. Jetzt kurz vor der Kreuzung und fährt Kreuzung geradeaus durch, also Aus. alle hinterher. Baum. Wir ziehen immer noch geradeaus die Straße einfach durch, sind noch nirgendwo abgebogen. Bremst jetzt Oh, hier an, nee, Bronco. fährt geradeaus durch. Lambo zieht dran vorbei, du bist schneller. Hilfe. Sind immer Egal. noch nirgendwo abgebogen, immer geradeaus, straight durch. Beide Lambos sind schon dran. Das war eine Brücke. Immer noch keine Kreuzung, also nicht abgebogen zumindest. Kommen jetzt gleich in das Mulege Extended Gebiet rein quasi. Und fährt jetzt Richtung Autobahn Kreuz. Lambus könnt ruhig vorbei, wenn ihr schneller seid. Ja, war da. Fahren Komm jetzt immer noch rechts. Richtung Autobahn Kreuz auf der Extended Karte quasi. Ziehen jetzt auf die Autobahn drauf Richtung Mulege. Okay, ich habe mich Aktuell gerade ans Haus falsche geportet. Fahrtrichtung. Richtige Fahrtrichtung. Soll Bitte ich weiter anleihen, falls callen? wer entgegenkommt, kannst du Ja, machen. Ich richtige komme entgegen. Fahrtrichtung. Wir fahren auf dem Standstreifen, jetzt auf der rechteren Spur meinerseits aus. Fahren weiterhin auf der rechteren Spur, jetzt auf der linkeren. Ich lasse ein bisschen Abstand, fahren auf dem Standstreifen Ja. und sind jetzt gleich an einem Kreuz. Und Grumpa, er der war zieht schon das vorbei. Kreuz weiter durch. Ja. Oh, ich habe meinen Kreuz Spiegel verloren. vorbei. Am Trailblazer auch vorbei. Gleich am Kreisel, jetzt die Kurve vorm Kreisel. Er bremst sehr hart. Boah, wir verbremsen uns beide, denn er möchte zu Dings, zum Kreisel. Anschieben ist semi-gut. Also fährt in den Kreisel rein, ja? Ja, fährt jetzt in den Kreisel. Okay, ich versuche entgegenzukommen. Ich versuche ihn mal Richtung Brücke zu schieben. Außen, außen, ja, wunderbar. Ich versuche ihn auch selbst nochmal entgegenzukommen. Er hat auf jeden Fall immer noch im Kreisel gegen den Uhrzeigersinn, biegt jetzt Schade. Strandstraße Oh, ab. sieht mich nicht. Bronco sieht den Sorry. Lambo nicht. Ja, oh, jetzt habe ich schon Lambo. gesehen. Ist Alter, was jetzt in war der das für ein langen Schlagloch? Rechtskurven jetzt hier links runtergegangen, damit ein bisschen Zeit verschafft, damit die anderen rankommen könnt. Ist jetzt So quasi ist gut. gerade im Offroad, Was? Ja. kommt jetzt wieder hoch. Jetzt gleich wieder oben. Dreht, Wieder zurück. oder? Ja, dreht. Fährt wieder Richtung Kreisel. Ist auf der langen Kurve auf der Strandstraße an Parkplatz gerade vorbei. Jetzt Jetzt am Werbetauschen Schild vorbei. vorbei. Na, mach du, wenn du dran bist.
Ja, ich bin dran. Eine Camaro ist aber auch dran. Fährt wieder zurück, ja, Richtung Autobahn. Fährt auf die Autobahn bisher. Auf dem Weg Richtung Abfahrten. Camaro, kannst du callen? Ja, ist jetzt bei dem festen Schild durch. Ist auf dem Standstreifen. Fährt nicht in Mulege rein, fährt weiter die Autobahn. Ist jetzt über das Kreuz rüber. Hilfe. Fährt immer noch weiter. Hat die Spur gewechselt. Ist im Gegenverkehr. Wie viel einfach mehr Leistung der Lambo hat. Kommt ihm so krass nahe. Der ist weiter hinten. Da vorne ist also immer auszubremsen. Bitte, ja. Ich komme nämlich mit dem Bronco nicht hinterher. Ich komme mit dem SLS auch nicht hinterher. Ja gut, dass der Bronco nicht hinterherkommt. Schieb ihn vielleicht in die Brücke. Ist er an der Brücke? Let's go. Ist am festen Schild hängen geblieben. Oh. Wir werden die NPCs in der Gegend. Wo ist er? Er fährt leider geradeaus die Autobahn, ist jetzt am Autobahnkreuz. Fährt links ab. Also gegenüber der Extended Map. Ich komme von rechts. Ja. Man jetzt Richtung Norden. Vorbei. Ja. Danke. Hier links Bäume. I have a plan to do. Ich werde mir die Brücke zustellen. Ich komm mit vor zur Brücke. Ich bin schon da. Okay. Mach ich hier einfach eng für ihn. Ne, ist ja, durch. Nein! Lambert, also. Oh, ich will mal die Brücke runter. Also fährt im Moment geradeaus weiter. Die Klappe nach links. Die nächste Brücke. Ja, so, fahren gut. Dann. Puh, wie kann ich das erklären? Fahren die Straße. Du weißt, wie sie heißt. Ich glaube, Festivalstraße Ost ist das. Wenn ich jetzt richtig auf die Schnelle gelesen habe. So, sind jetzt in der Rechtskurve gleich an der Kreuzung. Da kommt ein Bronco irgendwo. Biegt ab, fährt nach rechts. Das verbindet. Komm entgegen, komm entgegen. Ja. Na, nicht ganz. So, an einem gestrichelten Weg vorbei. Sind jetzt so gesagt auf einem neuen Stück einer neuen Strecke in-game. Ja, gleich an der Kreuzung. Am Kruke der Walle Sprint. Vorbei, biegen links ab Richtung Festival. Okay, aber will nicht. Vielleicht kriege ich in Richtung Festival geschoben. Also Richtung dem lilanen Festival, oder? Richtung dem Standard Festival, also Pink. Das ist ja, Horizon okay. Mexico Festival. Können die mal ausbremsen? Ich versuche ihn dahin zu schieben. Nee, so, okay. Krieg ich nicht. Er bremst. Ja. Boah, danke, sorry. Lambo. Sorry. Der bremst 200 Kilometer zu spät. Mache ich auch so. Ja, Max, wo seid ihr? Fahren Richtung. Vulkanstraße. Richtung Norden hoch. Die untere Vulkanstraße. Jetzt. Die am Fuße des Berges lang führt. Und fahren jetzt Richtung Vulkaneinfahrt. Also rechts abgebogen quasi. Ja. Da in die Steine? Nee, geh ich nicht hin. Sorry. Alles gut. Fahren weiter unten zum Start der Vulkanstraße. Fahren zur Vulkanstraße unten hin, da ist dann auch der Vulkansprint. Jo, der kann mir einfach wegschieben. So. Ah, ich hab 60 Reifen. So, jetzt unten an der Vulkanstraße ziehen ganz nach Norden. Punkt. Wie man es nennen will. Hier links in die Wand vielleicht? Ah, okay. Ja, wenn ich links selber von ihm bin, ist das schlecht. Das lässt nie. Aber jetzt hier links. Ja, rausgeflogen.
Oh, na toll. Ich habe einen Baum mitgenommen. Ja, aber er ist da oben. Oh nein. Können wir ihn festsetzen? Stopp. Festsetzen. Festsetzen, komm, einer noch, langsam, einer langsam. Noch, einer noch. Nein. Bleib. 1, 2, 3, 4, 5. Ist raus. Ich war nicht dabei. Ich auch. Ich bin gerade erst reingekommen. Ja, und damit ist die Runde vorbei. Ob es jetzt hier gleich noch eine gibt oder nicht, wir machen mal kurz einen Besprechungscut. So, da sind wir wieder. Ja, wir machen es so, wie wir es schon mal gemacht haben, als ich, glaube ich, so schnell festgenommen wurde. Der Racer hat ja eigentlich einen Reparaturpunkt. Den hat Perücke hier in dem Fall noch nicht genutzt. Von daher bekommt er den jetzt geschenkt, hat sich jetzt repariert. Die Cops sind die meisten nicht repariert. Manche waren einfach nicht hier, andere sind aus der Kolonne geflogen. Forza-Dinge halt. Aber ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, wir geben ihm das Signal. Und dann kann er wieder losfahren und dann fahren wir hinterher. Ich mit meinem 52 Motor werde übrigens nicht lange dranbleiben können. Sind jetzt an Gletschermöwen. Alpine, ich spotte nach links. Sobald ihr irgendwas seht, dass ihr auf dem Festival zufahrt, sagt mir das bitte früh genug, dann repariere ich das. Renn links, sind jetzt umgeladen auf dem Festival-Sprint, fahren so gesagt die obere Strecke, die Vulkanstrecke des Goliaths, setzt sich als erstes in NPC, damit er wieder seinen Schaden bekommt. Ich repariere mich, ich versuche euch hier entgegenzukommen. Der ist so langsam. Komm von rechts. Der schiebt ihn nachher links. Nach links. Bronco nach links schieben. Schade. Lass ihn raus. Wieder raus, lass ihn, ja. Auf jeden Fall suchen wir vorne an der Kreuzung. Camaro schiebt ihn. In die Steine da vorne in die Steine. In die Steine, ja. Ja, schade. Ja, genau, schön. Baum. Ja. Ich komm mal runtergefahren, die Steine. Er dreht um, wa? Ja. Was dreht? Echt, dreht er um? Ja. Ja. Versucht ihn aufzuhalten, dass er nicht umdreht. Boah, die Camaro. Ja, Camaro. Alter, ja, da war ein Bus. Ja. Ja, da war ein Bus. Ein Bus. Das sah schon echt witzig aus, gerade. Also, ja, falls sind ein nächstes Festival Sinn macht, sagt dann Bescheid, weil... Au! Danke, Bronco! Da kommt fliegende BMW. Gehen. Zustellen? Nee, lass ihn. Hey, lass rauslassen. Okay, er fährt weiter. Runter. Wo fährt er jetzt hin? Richtung Strand oder nicht Strand? Richtung Hortwilz noch. Ja, im Moment sind wir noch vor der Kreuzung. Fährt also die Straße, die wir hochgefahren sind, jetzt wieder runter. Ja. Ja, ich komme jetzt halt jetzt erst vom Strand zum hinterm Vulkan rein. Dann fahren wir quasi auf dich zu. Was? Ja, deine Reifen sind wahrscheinlich tot. Wir fahren jetzt auf den Strand zu, ja. Wir sind an der tiefsten Stelle. Jetzt Hot Wheels vorbei. Gletschermöwen. Also ihr fahrt wieder hinterm Vulkan lang quasi. Nein. Wir sind jetzt beim Gletschermöwen vorbei. Ja, dann fahrt ihr ja nicht zum Strand. Ja, fahren wir auch nicht. Ja, weil irgendwer meint, ihr fahrt zum Strand. Nee. Wir fahren jetzt Richtung Guanajuato. Ja. So wie bei der Racing-Fahrt. Die Strecke, die wir immer... Ich bin darauf angewiesen, dass ihr mir sagt, wo ich mich hinporten kann. Ich bin komplett von der Kolonne weg quasi. Du kannst dich zum Hotel Castillo. Ja. Jetzt wir schon, oder? Ja, geht schon. Okay, wo soll ich denn hinfahren? Und dann fährst du hoch und dann links runter Richtung Guanajuato zum Dreieck und zum Dreieck kommen wir auch. Ich komme von rechts, oder ich versuch's zumindest, weil es, glaube ich, zu schnell. Ich fahr mal vor bis zum Dreieck, ich blockiere das Dreieck. Der ist direkt hinter dir und jetzt links neben dir. Er versucht ihn nicht nach Guanajuato abzuhalten. Oh, dieser NPC. Der hat den NPC gerammt und ich hab mal einen. Sorry, Lambo. Ich sehe euch kommen. Warte, fährt rein, ne? Der fährt nee. Runter. Okay, lasst vorne frei. Du kommst entgegen. Er ist links. Boah, ja. P1
Fährt ja. Richtung, das sind Schlucht, ne? Fährt oder in Canyon. Die Highlands. Nee, Canyon. Highlands. Sprache wie Bronco übrigens. Alles gut. Ich port mich nochmal. Was hat dir das gegeben? 30. Wir ziehen jetzt in den Canyon. Oh, nehmt einen Stein mit. Und bleibt hängen, bleibt hängen! Ach! Ah, ja, ich wollte ihm Schaden geben, ja klar, ja. Ich hätte ihn da hängen lassen. Ja, können. Ist raus. Okay. Ist raus, okay. Aber er gibt sich selber, hat wahrscheinlich durch den Stein schon so viel Schaden gehabt. Ja, dann würde ich sagen, ich habe mal Perücke kurz wieder zu uns hochgezogen. Und ja. Würde mal sagen, Perücke ist festgenommen. Ich bin definitiv festgenommen. Ich habe so viel Unglück jetzt mit euch nochmal gehabt. Ihr habt mir die Passanten quergeschoben. Ich habe diese bescheidenen Steine touchiert und das war letztlich mein Todesurteil mit 20% der letzte Stein. Ja. Das gemacht. Dann würde ich sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, guckt ihr einfach in die anderen Sichten. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es das Ganze nochmal aus zig verschiedenen Sichten, auch aus der Racer-Sicht und aus der Bronco-Sicht und aus allen möglichen Sichten. Guckt einfach in die Videobeschreibung und dann habt ihr genug zu tun. Von daher sage ich, wir sind raus. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus. Ciao. Ciao. Tschüss.